Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute haben wir euch ein paar ganz besondere Modelle mitgebracht, und zwar ein paar Vintage-Uhren. Jetzt ist natürlich die Frage, die sich viele stellen, was heißt denn Vintage eigentlich? Wir haben da unsere ganz eigene Definition. Max? Also um es zusammenzufassen, Vintage-Uhren heißt bei uns alle Uhren, die nicht mehr gebaut werden in den aktuellen Reihen. Also die neue Kollektion ist aktuell, alles davor ist bei uns Vintage gelistet. Und natürlich dem Thema Vintage entsprechend Uhren aus älteren Baujahren. Und was haben wir heute dabei? Ich habe heute meinen schicken Koffer dabei, um ein paar Uhren mitzubringen. So, Ich hätte einmal für dich. Oh wow. Eine Patek Philippe Nautilus. Die ist jetzt aus dem Jahr 1986. Angefangen hat die Erfolgsgeschichte der Patek Philippe Nautilus im Jahr 1976. Da kam das erste Design von Gerald Genta. Der hat auch schon für AP designt und hat dann sozusagen initiativ für Patek diesen Entwurf vorgelegt. Und der hat sich dabei so ein bisschen an dem Roman von Jules Verne orientiert, 20.000 Meilen unter dem Meer. Deshalb sieht die Uhr auch so ein bisschen aus wie so ein Bullauge. Und anfangs war dann die 3700, das war das erste Modell von der Nautilus. Die war tatsächlich noch nicht so beliebt, weil sie für damalige Verhältnisse ziemlich groß war für eine Herrenuhr. Die hatte 42 mm, wurde dann auch dementsprechend die Jumbo genannt. Früher haben die Herren ja auch noch kleinere Modelle getragen. Und sie war sehr teuer. Also zum Vergleich, früher hat eine Rolex, also so in den 70er, 80er Jahren, so um die $300 gekostet. Und die erste Nautilus, die Jumbo, hat 10-mal so viel gekostet. Also die das ist schon, also im Vergleich schon Wahnsinn. Ja, so wobei damals auch 300 Euro oder $300 schon echt viel Geld war. Ja, das war extrem viel Geld. Und die Patek hat dann eben 10-mal so viel gekostet. Also die lag so um die $3000. Und dementsprechend war auch die Nachfrage nicht so groß anfangs. Die Trendwende wurde dann auch so ein bisschen mit dieser Modellgeneration eingeläutet, Mitte der 80er Jahre. Da hat dann Patek auch kleinere Modelle für Damen rausgebracht. Hier haben wir jetzt eine 33 mm Version mit einem Quarzwerk. Die waren dann schon gar nicht mehr so teuer. Und die sind auch heute eigentlich noch vom Design her nach wie vor ungeschlagen. Ja, ungeschlagen, auch unverändert. Also die Uhr sieht aus wie eine von heute eigentlich, und wir finden es einen ganz, ganz tollen Klassiker. Gut, die nächste ist eine Jaeger LeCoultre Reverso. Die Uhr ist jetzt aus dem Jahr 1999. Die Uhr hat ihren Ursprung, Wortwitz, im Polosport tatsächlich. Und zwar war die anfangs, also viele kennen ja zum Beispiel die Duoface, die dann so zwei verschiedene Gesichter hat, also vielleicht ein helles Zifferblatt und ein dunkles Zifferblatt auf der Rückseite. Anfangs war die tatsächlich noch einfach plain hinten, einfach der Deckel, wie man es halt von normalen Uhren auch kennt, dass sie beim Polosport die Spieler die Uhr einfach umdrehen konnten und die sozusagen nicht verkratzt wurde oder irgendwie beschädigt wurde. Wir haben jetzt hier eine Variante, wo auf der Rückseite man in das Uhrwerk einsehen kann. Finde ich auch ziemlich cool. Ist irgendwie so ein cooles Gadget. Auch das Drehen. Ich finde irgendwie, das macht echt was her. Bei der Uhr ist es jetzt so, dass wir echt viele Komplikationen auch verbaut haben. Also wir haben hier eine Mondphase, wir haben Tag- und Nachtanzeige und sogar noch eine Gangreserve. Und im schönen Roségold gehalten, ist aktuell sehr beliebt, wird viel nachgefragt. Und ja, wie gesagt, die Uhr ist eigentlich auch vom Design her wie anfangs, also da hat sich nicht viel getan. Und ja,
hin und wieder ein paar neue Sachen auf dem Ziffernblatt. Du gesagt hast, Mondphase, das noch dazu, das noch. Genau, also die Komplikationen sind dann auch mit den Jahren immer mehr geworden. Ja. Aber so an sich, der Grundgedanke oder die Grundidee der Uhr ist eigentlich gleich geblieben. So, dann meines Erachtens noch ein kleines Highlight. Ja, das ist auf jeden Fall ein Highlight. Hier haben wir eine Nivre-Uhr. Die ist jetzt tatsächlich aus dem Jahr 2017. Von der Anmutung her, von der optischen Aufmachung, könnte sie auch wesentlich älter sein. Definitiv. Wir haben hier eine sogenannte Minutenrepetition verbaut. Das heißt, man kann mit einem akustischen Geräusch wird hier die Uhrzeit wiedergegeben. Das heißt, wenn man hier unten auf diesen Knopf drückt, ich halte es mal ans Mikro, dann werden sowohl die Stunden als auch, gut, das war zu kurz, ein bisschen zu spät, als auch die Minuten über ein akustisches Signal, also über so einen Klang wiedergegeben. Das heißt, die Stunde wird einmal durch einen Schlag wiedergegeben und jede angefangenen 5 Minuten über einen doppelten Klang. Ist ein, wie ich finde, ziemlich cooles Gimmick für die Uhr. Definitiv. Was ganz Besonderes, erfordert auch extreme Handwerkskunst. Und ja, es ist was man nicht so oft sieht. Ja, vor allem, wenn du überlegst, in so einem so eine Uhr mit einer Repetition drin, sind über 300 Teile verbaut. In einer normalen Standarduhr, sage ich mal, sind so viel weniger Teile verbaut. Deswegen gilt es auch nach wie vor als die hohe Kunst der Uhrmacherei. Ja. Und ist bis heute auch relativ selten anzutreffen eigentlich. Ja, also ich habe es tatsächlich so noch nie gesehen. Jetzt natürlich in Vorbereitungen habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Aber ich finde es echt cool, das ist mal was ganz anderes. Und es hat auch noch echt so diesen, ja, echt einen coolen Vintage-Faktor, finde ich. Und wenn man überlegt, es gibt ja dann da noch Variationen, wo dann noch Figuren vorne sich auf dem Ziffernblatt bewegen, mit einem Hammer gegen eine kleine Glocke schlagen oder sowas. Da gibt es ja Variationen von A bis Z. Ja. Gut, dann will ich was mal zu meinem Teil übergehen. Dabei? So, dann lege ich meine Uhren einfach mal mit dazu. Ich habe hier einmal mitgebracht eine Vintage Day-Date Oyster Quartz. Genaueres kommt dazu gleich. Dann eine extrem Vintage-Uhr aus 1955. Das ist eine Jaeger LeCoultre Memovox. Dazu auch gleich nochmal mehr. Und tatsächlich auch ein bisschen underrated noch und nicht ganz so bekannt. Eine Stimmgabeluhr von der Marke IWC. Machen wir hier mal meinen Koffer zu. Also, was gibt es zum Thema Day-Date zu erzählen? Der Klassiker, eine goldene Day-Date in Größe 36. Wer hätte sie nicht gerne am Armgelenk? Jeder. So, jetzt die einzige Frage, was zur Hölle ist eine Oyster Quartz? Viele kennen tatsächlich dieses Modell gar nicht. Ist auch nicht verwunderlich. Dieses Modell gab es circa von 77, also 1977, bis ungefähr letztes Modell 2004. Insgesamt wurden in den knapp 30 Jahren gerade mal 250.000 Stück davon produziert. Was jetzt auf die Jahre gesehen echt wenig ist. Wir haben eine. Wir haben sogar mehrere. Das Modell Oyster Quartz ist in der Quarzkrise entstanden in den 70ern. Wo quasi die ganzen japanischen Hersteller wie Seiko und was weiß ich nicht alles angefangen haben, den Markt komplett zu überschwemmen mit elektronischen billigen Werken. Die Uhren haben nichts mehr gekostet. Jeder kennt noch diesen guten alten Casio-Rechner, den man am Handgelenk hatte. Also das heißt, da war dann die Nachfrage nach automatischen Werken. Ist einfach zurückgegangen und Rolex hat sich gezwungen gesehen, ich muss irgendwas machen, ich komme nicht mehr hinterher, die kaufen keine Uhren mehr bei uns und haben die Oyster Quartz rausgehauen. Die Mechanik auf dem Werk ist aufgebaut auf dem klassischen 3035 und jetzt auf dem 5035 entsprechend ist quasi ein mechanisches Uhrwerk, was umgebaut wurde zu einem Elektronikuhrwerk. Und Experten sagen, bis heute ist es nach wie vor eines der genauesten und besten Elektronikwerke, die es in Uhren gibt. Okay. Ist auch tatsächlich als Sportuhr gedacht gewesen bei Rolex. Zum Anfang haben sie die Datejust als Oyster Quartz rausgebracht.
Reinhold Messner war 1978 mit seiner Uhr auf dem Mount Everest. Also die Dinge halten wirklich gut was aus. Und dann haben sie sich gedacht, wer kann nicht so eine vollgoldene Sportuhr gebrauchen? Ja, absolut, die braucht jeder. Meines Erachtens nach, Punkt 1, relative Seltenheit ist extrem weit oben. Keiner kennt die Uhr fast. Und durch dieses einzigartige Design, ein bisschen kantiger, ein bisschen kräftiger auch. Das Armband ist jetzt hier auch an das Präsident-Armband angelehnt. Nur eben nicht halt klassisch rund, so sondern flacher, gell? Flach, das ist so ein bisschen dynamischer. Ja. Finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Uhr, die man auf jeden Fall gesehen haben muss mal. Schon ein ordentlicher Wecker. Und wenn du jetzt gerade Thema Wecker ansprichst, passt ganz gut. Die Jaeger LeCoultre Memovox. Heutzutage wird es auch wieder als Sportuhr gewertet. Früher war es tatsächlich ein Highlight. Rausgekommen ist die erste in 1951. Die hier ist jetzt, wie gesagt, von 55. Oh. Also wirklich ein Vintage-Teil. Ja. Was macht eine Memovox besonders? Ich würde es euch einfach mal vorspielen. Tatsächlich vorspielen. Und zwar hat die eine sogenannte Weckerfunktion. Ist auch ziemlich laut. Das Coole an dieser Weckerfunktion ist, wir haben quasi eine Handaufzugsuhr, die völlig frei läuft, ohne irgendwelche Einschränkungen. Und sobald ich entsprechend die Weckerfunktion betätige, denkt man sich ja eigentlich, okay, die Weckerfunktion muss ja irgendwo Bewegung herkommen, die Bewegung braucht Energie, zieht ihr das dann von der Gangreserve ab? Eben nicht. Die haben ein zweites Federhaus da eingebaut, um entsprechend das so bauen zu können, dass die Uhr ganz normal läuft und die Memovox-Funktion, also diese Weckerfunktion, läuft separat nochmal, ohne dass die Uhr... Nebenher praktisch. Genau, dass die Uhr einfach dieselbe Energie hat und on top gibt es noch die Weckerfunktion. Okay. Wurde dann gegen später auch umgebaut zu den zu einer Automatikversion. Heute inzwischen ist es dann in vielen verschiedenen Varianten bekannt, auch mit der Polaris zum Beispiel, die hat dann auch eine Memovox-Funktion bekommen. Und finde ich einfach, man sieht es der Uhr so gar nicht an, dass sie noch eine Besonderheit drin hat. Die ist relativ flach und ich finde es cool. Macht einfach was. Ja. So, und zu guter Letzt, für mich auch ein wirkliches Highlight. Stimmgabeln kennt wahrscheinlich jeder. Das, was so ausschaut wie so eine kleine Pommesgabel, wenn man dagegen schlägt, gibt es einen bestimmten Ton. Das Besondere an dieser Stimmgabeluhr von IWC ist, dass es weder eine Quarzuhr ist, noch eine Automatikuhr. Trotzdem muss ich da keine Batterie wechseln und ich habe ein viel weniger serviceanfälliges Uhrwerk. Warum? Wir haben ein sogenanntes Elektronikuhrwerk. Könnte man jetzt denken, Quarzuhrwerk, klar. Aber es ist tatsächlich so, dass diese Uhr sich durch die Bewegung aufzieht, weil im Inneren sind Spulen, in denen ein Magnet steckt und aus dem Physikunterricht hat man das, glaube ich, mal mitbekommen. Gut, dass du die Uhr erklärst. Wenn sich ein Magnet in einer Kupferspule bewegt, wird Strom erzeugt. Und dieser Strom treibt dieses Uhrwerk an. Das heißt, einfach nur dieses Hin und Her bewege ich den Magneten da drin und die Uhr fängt deswegen an zu laufen. Mhm. Also es ist sozusagen so ein bisschen Hybrid zwischen... Genau, das ist so ein bisschen ein Hybrid. Automatik, Uhrwerk und Quarzwerk. Genau. Du hast dadurch den Vorteil, du hast weniger belastete Teile. Also zum Beispiel die Ankerhemmung, die du sonst in einer klassischen Automatikuhr oder einer Handaufzugsuhr hast. Das ist ja ein Teil, was echt stark beansprucht ist. Also da wirken Kräfte drauf, da wirkt von hinten Spannung drauf, das schlägt irgendwo dagegen, hält ein Zahnrad auf. Das hast du hier einfach nicht. Mhm. Du hast ein Elektronikwerk, was durch ein bisschen Strom angeregt wird, was du einfach so anziehst. Ja. Macht deswegen für mich was ganz Besonderes und klar, klassisch 36er Größe in einem Goldgehäuse. Ich finde, mehr Vintage zeitlos. Und zeitlos geht tatsächlich nicht. So, dann wären wir für heute mal mit unseren Uhren erstmal durch. Das war's, das waren unsere Vintage-Klassiker. Ist tatsächlich nur eine kleine Auswahl. Wir haben noch ein, zwei mehr. Unzählige. Also wenn ihr da ein bisschen Interesse habt, gerne bei uns einfach auch mal
anrufen, uns eine E-Mail schreiben, auch gerne eine WhatsApp oder eine Direct Message hier im Insta oder auf YouTube auch mal einen Kommentar. Wir antworten euch gerne. Und alles, was an Auswahl da ist, haben wir bei uns auf der Webseite watch.de. Und jetzt hat der Felix noch eine Kleinigkeit für euch. Genau. Falls ihr euch für eine dieser Uhren aus unserem Video hier interessiert, dann schreibt uns gerne bei Instagram und ihr bekommt zu jeder Uhr, die ihr bei uns kauft, eine Watchroll dazu. Ich denke, das ist eine gute Sache, super für Uhrenliebhaber, die ihr Schmuckstück schützen wollen auf Reisen. Und genau, wie gesagt, schreibt uns einfach und dann gibt es das Goodie on top. Sogar mit Juwelier Ralf Heffner bzw. Watch.de Prägung drin. Das ist doch was. Sonderedition. Gut, dann würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns gerne ein paar Kommentare da, welche Uhr euch am besten gefallen hat. Am besten auch ein Like. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.